Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Cryo 4. Und in der letzten Folge waren wir gerade dabei, einen Tape-Player zu finden für unsere aufgesammelte Videokassette. Und ich schau mal, ich habe jetzt hier unten soweit alles abgesucht gehabt und ich gehe einfach mal einen Stock höher in den 1er-Slot und wir schauen mal, vielleicht finden wir da unseren Player. Ich werde nach und nach einfach mal die Wohnungen absuchen. Und ja, da hinten geht es nicht weiter. Also fangen wir mal hier an. Okay, hier ist... Ne, hier kann keiner sein. Ne. So, da ist leer. Hier geht's sowieso nicht rein, aber da geht's rein. Ne, okay, geht's doch nicht. Ich nehme alles zurück. Also gehen wir ein Stockwerk höher. So, okay. Gehen wir hier rein. Gehen wir hier rein, Freunde. So, okay, gehen wir hier weiter. So, was haben wir hier? Da können wir rein, sauber. Okay. Oh! Oh! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Lass mich! Okay. Da, der könnte es sein. Okay, use. Ja, perfekt. Okay, schauen wir uns das Tape an. Okay, was passiert da jetzt? Oh scheiße, das sieht nicht gut aus. Das war doch vorhin diese, ich sag mal, Folterkammer. Okay, was macht er jetzt mit dem? Okay, das sieht nicht gut aus. Das sieht... Oh scheiße, köpft er den jetzt? Ja, Tatsache. Oh mein Gott, okay. 9749. Sollte ich mir das vielleicht merken? 9749. Ich meine, ich werde jetzt gerade misstrauisch, denn ich musste mir so einen Code schon mal merken, nämlich für das Schloss direkt am Anfang. Der war auch vierstellig. Okay, gut, dann gehen wir wieder zurück. Okay, 9749. Okay, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Okay. 9749, 9749. Hier ist er. Okay. Hä, das muss er doch sein. Alter, was ist das? Scheiße. Scheiße, geh weg. Okay, 9749. Scheiße, geh weg. So, okay. Okay, gut, das haben wir geschafft. Perfekt. Jetzt geht's weiter. Okay, Skript. Schauen wir uns wieder an. Okay, okay. What is this place? Ich guck mal, was unsere Aufgabe... Okay, wir haben noch gar keine Aufgabe, auch gut. So, okay, was machen wir jetzt? Oben oder unten? Ne, wir können nur nach unten. Okay, dann gehen wir nach unten, Freunde. Okay, in jeder Ecke könnte einer sein. Aber hier geht's noch nicht weiter. Ah, das Magazin, gut. Habe ich mein Inventar richtig aufgeräumt? Gut, habe ich gemacht. So, okay. Ah, ich habe nur noch so wenig Gesundheit. Dann packe ich mir mal meine Pistole in den Dual-Weed-Modus. So, okay, wir gehen weiter. Okay, Magazin. Okay, gut. Wir haben noch gar kein Einsatzziel, sehe ich gerade. Also wir sind... Okay, hier geht's ohnehin nicht lang. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts Wichtiges, was wir am Ende brauchen. Aber auf jeden Fall haben wir uns einen neuen Abschnitt eröffnet in dem Spiel hier. Und ja, anscheinend gibt es ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Also wir müssen... War da was? Also wir müssen ja hier runter. Okay, wir gehen weiter. Da, Magazin. Wir werden ja hier mit Magazinen beworfen. Das ist ja unglaublich. So wie zum Thema lieber... Okay, jetzt geht's hier weiter. Jetzt geht's hier bestimmt zur Sache gleich. Okay, es kann nur da weitergehen. Vorsichtig. Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Gut. Das ist immer wichtig. Also speichern ist ganz wichtig. Da muss man immer so ein bisschen drauf achten, dass man das immer wieder macht. Und wir gehen in eine Tür. Okay. Das war noch einfach. Und jetzt kommt wieder ein Skript und den schauen wir uns wieder schön an.
Alter, das ist ein Monster mit der Kettensäge. Wie kann man das denn töten? Das hat sie mich erwischt. Ach, scheiße. Achso, das ist One-Hit. Okay, dann weiß ich Bescheid. Aber wir haben ja direkt gespeichert. So, okay. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Achso, vielleicht muss ich... Ah, ich muss mir wieder eine Spritze geben. Okay. Das habe ich jetzt vergessen. Ah, blöd. Hätte ich eigentlich direkt machen müssen. Ich weiß auch gar nicht, muss ich das Ding mit einem Messer killen? Weil ich habe ja sonst nichts. Ich habe ja... Die Pistole hat irgendwie kaum Schaden gemacht. Aber ich habe ja jetzt ein paar Anläufe. Ich bin ja direkt... Der Saving Point ist ja direkt da. Hinter der Tür. Okay, ich ballere erstmal wieder mein Magazin raus. Das zieht dem Ding irgendwie gar nichts. Nee, überhaupt nichts. Also erstmal eine Morphinspritze. Komm, gib. Okay. Ja! Ja, jetzt nehme ich das Ding durch. Ah, okay, also One Hit. Also da muss ich echt aufpassen. Okay, okay, gut. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Also Messer bringt mir... Dann mache ich dann das mit dem Handy. Weil dann weiß ich, okay, Schuss, Waffe bringt mir nichts. Ich muss da also mit meinem Messer ran. Und ja. Ich hoffe, ich krieg das hin. So, okay, da kommt wieder der... Ist so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre-like. Also da kommt irgendein Monster und das will dann mit der Kettensäge erwischen. Das ist ja so ein Horror-Klassiker, die Kettensäge. Kennt ja jeder. Und ja, sieht auch interessant aus, das Viech. ein interessanter Stil. Na, ah, also das ist ja... Was ist das denn? Also ich glaube, ich übersehe da irgendwas in dem Raum. Irgendwas, was mir hilft, dieses Viech zu töten, übersehe ich in dem Raum, glaube ich. Warte jetzt. Mach ich Dual Wield mit dem Messer. Jetzt speichere ich da vorne nochmal ab, dann habe ich wenigstens immer das Messer direkt in der Hand, dann muss ich nicht immer wechseln. Spart eben auch nochmal Zeit. Okay, gut. Ich hoffe, ich kriege das jetzt relativ zügig hin. Und die Skripts kann man auch, glaube ich, gar nicht überspringen. Ah doch, kann man, gut. Wusste ich gar nicht, okay. Ne, hier ist nix. Hier ist nix. Ja, schon wieder, das gibt's doch wohl nicht. Okay, zumindest weiß ich jetzt, dass ich ein Skript überspringen kann. Das geht dann immer ein bisschen schneller. So, okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Okay, ich muss es irgendwie austricksen. Mann, ey, das nervt aber gerade auch. Das ist so eine richtige derbe Mission. So eine richtige... Im Grunde hält sie dich... Also die hält dich halt enorm auf, aber... Irgendwie ist ja auch nicht sinnvoll. So, okay. Ja, muss ich immer abhauen. Jetzt tötet mich immer im Kreis laufen, sehe ich gerade. Immer hinter dem Viech bleiben. Ja, jetzt ist es am Boden. Ah, das ist doch... Wie soll ich das denn schaffen, bitteschön? Wie soll ich das schaffen? Sagt's mir. Sagt's mir bitte. Okay. Ist gerade ein bisschen still hier bei mir. Ich rede nicht so intensiv. Ich will einfach nur dieses Viech hier töten. Aber das will nicht getötet werden. Gut, würde ich an seiner Stelle auch nicht. Aber... Ja, schon wieder. Das ist doch echt asozial. Okay. Müssen wir nochmal versuchen. Nützt ja nichts. Hilft ja nichts. Okay. Ich übersehe hier auch irgendwas, ganz sicher. Jetzt hat's mich. Jetzt am Boden. Stirb. Jetzt hat's mich. Scheiße! Ja, es ist so klar, es ist so klar.
Ja, sowas ist scheiße. Also wer senkt sich denn so eine Mission aus, bitteschön? Mann, ich übersehe doch. Ja, das Ding stirbt ja nur ganz langsam. Wie viele Jahre soll ich denn auf den einstechen? Das ist so eine richtige Penner-Mission, echt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance. Bringt mir vielleicht die Pistole da mehr, oder was? Eigentlich immer im Kreis laufen. Jetzt hat's mich. Jetzt ist es wieder. Nein, das gibt's doch nicht. Fick dich, du scheiß Viech. Mann, es nervt aber auch, es nervt. Also solche Missionen nerven einfach, das nervt, aber das hat keinen Sinn. Du kämpfst hier einfach gegen ein Viech und das ist immer scheiße und das ist, ja, schön, toll, danke. Jetzt am Ende verplemper ich jetzt 20 Minuten Let's Play, dass ich gegen so eine Scheißkreatur kämpfe, ja. Echt, also, wer macht sowas? Da vor allen Dingen dann One-Hit-Killed, dass du keine Chance hast, ja? Du bist One-Hit weg. Ey. Nutzt ja nix, muss ich ja irgendwie schaffen, um weiterzukommen. Hat ja jetzt keinen Sinn, wenn ich hier rumflame. Kann man ja nicht überspringen, die Mission, sondern ich muss die ja machen. Und am besten ist, wenn ich mich einfach jetzt konzentriere und nicht mich so darüber aufrege, wie scheiße das einfach ist. Eine Technik habe ich ja jetzt. Okay, jetzt ist wieder down am Boden. Steh auf. Ah, jetzt hat sie mich wieder. Bleib da am Viech hängen oder was? Ah, ey, ich hasse sowas. Ich hasse solche Missionen. Ich weiß auch nicht, wie viel tausendmal ich das jetzt schon gesagt habe, aber es ist einfach so, es ist einfach so. Ja, warum? Wieso? Was ist das? Ich glaube, ich flippe. Ja, jetzt kam ich aus Versehen ins Menü, aber zum Glück konnte ich hier direkt saven. Ich glaube, ihr werdet das am Ende. Soll ich das lassen oder soll ich es rausschneiden? Ich überlege gerade noch. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch weiter drauf plabbern, für den Fall, dass ich es am Ende nicht rausschneide. Ich gucke einfach mal, wie lange ich da noch brauche. Vielleicht kommt mir das einfach auch gerade nur so lang vor. Wenn es am Ende nur 10 Minuten sind, ist ja okay. Ein bisschen was. Es soll ja nicht alles immer rausgeschnitten sein, sondern es soll ja vollständig sein. Jetzt muss ich das ein bisschen hier rausjagen, damit das hier hinterherkommt, weil die Ecke ist blöd. Ja, schön, stark, ganz toll. Richtiger Low-Skiller, ey. Oh, ich hasse sowas, ganz im Ernst, ey. Ja, ganz toll. Richtig viel Skill. Ganz schön was mit Skill zu tun, wenn man mit einem Messer, was 3% Schaden pro Schlag macht, gegen ein Monster kämpft, was ein One-Hit killt. Ja, ey, leck mich am Arsch, ey. Jetzt krieg ich grad gar nichts geschissen hier, ey. Ist echt asozial sowas, ey. Boah, ey, wie mich sowas einfach nur annervt, ey. Ich treff nicht. Komm her. Oh, jetzt vielleicht.
Nein, nein, nein. Ah. Boah, ist das ein... Ah, ey. Es nervt einfach, es nervt sowas. Es macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, ey. Kann ich ausflippen? Ey, was ist das für eine Scheiße? Wieso komme ich immer ins Menü? Mann, ey, das ist einfach nervig. Das ist einfach nervig, ey. Wenn nichts funktioniert, so wie es soll. Ey, die Mission ist scheiße. Das ständig komme ich ins Menü, obwohl ich es gar nicht will. Mann, ey, sowas. Ey, dann hast du so ein Monster hier, was am rum... Eiert. Ich muss mir eigentlich, wenn ich das hier gespielt habe, mal andere Let's Player anschauen, wie schnell die das geschafft haben. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der hier 10 Anläufe braucht. Ja. Ja, mit meiner Skillsäge säge ich dich kaputt. Ah, ich muss mich mal anders hinsetzen. So, okay. Ich hoffe, wenn danach wehe, danach kommt kein Saving Point, ey. Wenn ich dann nochmal sterbe und das Viech hier nochmal machen muss, ey. Dann, ey, dann schmeiße ich das Spiel an die Wand, ey. Ist das eine Scheiße. Und es bringt ja nichts, wenn ich mir die Morphin-Spritze reindrücke. Die haben ja vorhin gesehen, ich kann, selbst bei 100%, tötet er mich sofort. Okay, ich muss immer so ein bisschen den Takt abwarten, wo der zusägt, genau. In dem Moment kann man nämlich nichts. Ey, was ist das? Ich schmeiß dieses Scheißspiel gleich an die Wand, echt? Was ist das? Moor, ey, dann auch noch so ein Grafikfehler, ey, was ist das, ey? Hey, leck mich am Arsch, ey, du Scheißspiel, ey. Ich mach gleich einen Let's Play-Cut hier. So, einen Rage-Cut mache ich auch noch, ey. Kann ich von der allein von der einzigsten Folge hier, kann ich eine ganze Rage-Competition machen. Ja, jetzt bleib liegen, ey, mit deinem fetten Arsch, ey. So, die Nägel, ey. Steck dir die Nägel in deinen Arsch, ey. So, jetzt habe ich nochmal eine Chance. Jetzt habe ich ihn zweimal schon runtergekriegt. Nein, jetzt! Bleib stehen! Jetzt habe ich vielleicht eine Chance. So, okay, jetzt bist du gleich weg. Hoffe ich zumindest. Nein, ich glaub's ja wohl nicht. Ich flipp gleich aus hier. Ich meine, ich mach's ja schon, aber das klappt einfach nicht. Ich muss mich jedes Mal auch... Kommt gleich bestimmt der Nachbar schon her und fragt, was ich für Probleme habe, ey. Ja, kann ja ruhig meinem Nachbar helfen, diesen Monster zu töten, ey. Ja, Mann, ey, ich schmeiß gleich meinen PC an die Wand, ey. Beziehungsweise nicht mein PC, sondern dieses Spiel hier, ey. Ja, was hat das eigentlich für eine Störung, dieses Monster, ey? Was haben die Entwickler für eine Störung bei dieser Mission gehabt, ey? Waren die etwa, keine Ahnung, krank oder sowas, als sie das Spiel gemacht haben? 50 Grad Fieber gehabt oder sowas? Und dann machst du so eine Drecksmission. Das ist eine Scheißmission, ey. Wenn die Entwickler das sehen, dann können die das ruhig wissen. Sollen sie rauspatchen, ey, so ein Mist. So, wehe, sowas kommt nochmal, ey. Flipp ich echt aus, ey. Oh, ob ich das überhaupt heute mal geschissen kriegt, ey. Ey, ich stech mit der Scheißsäge zu. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht mehr mich so aufrege, sonst schaffe ich das wahrscheinlich nie. Den Schluss hätte ich schon viel früher kommen sollen. So ein blödes Arschloch, dieses Monster, ey. So, ey. Mann, das gibt's doch nicht, ey.
ich mach gleich hier echt einen Cut und ich lösche die Aufnahme und mach das nochmal. Und dann mache ich da irgendwie, keine Ahnung, cheat ich mich da vorbei oder mach irgendwas, ey. Ja, mein Tisch ist halt dann irgendwann auch zu Ende. Ich kann irgendwann nicht mehr weiter nach links oder nach rechts gehen mit der Maus, weil ich mich ja immer so drehen muss. Mein Tisch ist auch keine 2 Meter lang. So, und meine Hand auch nicht. So was, mein Arm ist nicht so lang. Okay. Okay, jetzt will ich es aber schaffen hier, ey. Und dieses Wichsmonster. Jetzt dreh dich schon. So, okay. Jetzt bist du wieder unten. Jetzt bleib liegen. Okay, jetzt habe ich gleich wieder die Hälfte weg. Okay, jetzt ist die Hälfte weg. Oder mehr sogar schon. Okay, ich bin gerade so an der... Scheiße. Jetzt... Hallo. Ja, okay, das dritte Mal. Jetzt ist schon mehr als die Hälfte. Jetzt sind locker schon 2 Drittel weg. Okay, 3 Viertel bestimmt. Wow! Jetzt aber. Hä, wie war das... Hä? Woher kam jetzt die ganze Gesundheit? Nein! 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 Das war doch auf Null! Alter, ey. Ey. Das ist ein Scheiß... Spiel, jetzt weiß ich, warum das Spiel kostenlos ist, weil das Spiel mit solchen Platzhalter-Missionen belegt ist, die nur dafür sorgen, dass du dafür eine Stunde brauchst und die Spielzeit sich verlängert, ey. Ja, deswegen brauchen da die meisten Let's Player 40 Folgen für, um das durchzuspielen, weil da solche Wix-Missionen drin sind. Ah, ey. Hat doch nichts mehr mit Unterhaltung zu tun oder so, dass man sich mal gegen einen Gegner stellen muss, der vielleicht überpowered ist. Nein, das ist einfach nur noch Dreck, ey. Ja, so ging ein... Jetzt geh wieder in deine Hockstellung, ey. Jetzt geht das... Hockt sie das Ding nicht hin? Ich glaube, ich sehe nicht... jetzt. Hat sie das vorhin etwa wieder aufgeladen? Das gibt's doch echt nicht, ey. Okay, jetzt sind gleich wieder 3 Viertel weg. Jetzt kriegt das keinen Schaden mehr. Mein Schreibtisch ist zu Ende. Jetzt kann ich gerade nichts sagen, jetzt muss ich hier dieses Wix-Monster töten. Boah. Endlich, ey. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Ja, töte dich selbst. Hast du verdient, ey. Moin, wenn jetzt kein Save-Point kommt, ey, dann flippe ich aber aus, ey. Ja, kotz ruhig, ey. Es war, die Mission ist zum Kotzen, ey. Puh, okay. Ja, wie viele Minuten habe ich dafür jetzt gebraucht? 20? Oder 10 oder noch mehr? Ich weiß es nicht. So, aber schauen wir uns erstmal wieder den Skript an. Did I pass out? Huh? Who's that? Relax. I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? You shouldn't. It's very dangerous. Wait, why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Do I look like I want to turn into one of them? I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone.
So, okay, da ist ein Tape-Recorder und jetzt bin ich richtig froh, dass ich endlich hier diesen Dreck abspeichern kann. Und, ja, was haben wir hier noch? Coca-Cola? Okay. So, okay. Ja, anscheinend müssen wir gleich hier rein. Ich gucke nur noch mal kurz, ob hier irgendwas... Oder müssen wir da rein? Achso, wahrscheinlich hier. Ich weiß gar nicht. Okay. Ach, scheiße, jetzt habe ich so wenig Gesundheit. Jetzt sterbe ich bestimmt wieder. Ja, doch nicht. Nochmal gerade Glück gehabt. Jetzt gebe ich mir nochmal eine Spritze. Ja, gut. Jetzt auch rein, ne? Jetzt sind überall rein hier. Oh, ein Viech. Jetzt krieg ich Schaden. Da unten liegt nämlich wieder eine Spritze, sehe ich. Hat er irgendwas in der Hand, was ich aufnehmen kann? Ne, den Hammer können wir nicht aufnehmen. Okay, gehen wir mal hier weiter. Okay, hier ist ohnehin nichts mehr. Also können wir auch wieder zurückgehen, anscheinend hier. Und weitersuchen nach verborgenen Inhalten. Weiß nicht, können wir hier rein? Da können wir auch rein, ist er. Ist ja der Hammer. Okay, hier ist nur ein Waschraum, so eine Art Waschküche. Und das ist ein Magazin gewesen. Das ist immer gut. Und jetzt gehen wir hier weiter. Ich hoffe, dass ich jetzt diese Runde ein bisschen mich zusammenreißen kann und nicht mehr so rumragen muss. Aber jeder, der das schon mal gespielt hat, wird sich genauso aufregen wie ich, glaub mir. Das ist also dann noch ein bisschen angebracht. Okay, gut. Ja, hier hinten, weiß nicht, geht's hier, wie viel, achso, hier sind noch eine Tür. Komm auch rein, ist ja auch komisch. Aber in den meisten Räumen ist ja nichts drin. Also zumindest nichts, was vom Spiel relevant ist. Und hier am Ende, kommen wir da rein? Ja, kommen wir auch rein. Ich habe allerdings gerade so ein bisschen, also hier ist sowieso Ende. Hab gerade ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwas übersehe, deswegen gehe ich hier auch auf jeden Fall mal rein. Ach, hier geht's. Ah, wir sind draußen, sehe ich gerade. Aber ich gehe nochmal, bevor ich jetzt hier mich weiter erkundige. Wo geht's denn das? Gehe ich nochmal kurz zurück, um zu gucken, ob die andere Tür eventuell noch zu öffnen ist. Weil wenn das der Fall ist, muss ich da auch erstmal noch reingehen. Nämlich hier. Ne. Also war ich da schon richtig, gut. Hallo, gehst du bitte? Ja. Okay, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Na gut. So, dann kommen wir endlich mal aus diesem scheiß Haus raus und sind wieder mal unter freiem Himmel. So mag ich das. Und ja, ich glaube, ich muss hier eigentlich an der Stelle auch mal kurz einen Cut machen. Und ja, das war jetzt hier eine ganz schöne Rage-Runde und wo ich viel Zeit gebraucht habe. Ihr könnt das meinetwegen auch oder solltet ihr sogar meiner Ansicht nach alles mal überspringen. Denn das ganze Rumgerätsche und Geflame müsst ihr euch ja nicht antun. Ich sage einfach mal bis zur nächsten Runde und tschüss.